So, der lange, anstrengende Tag einer Landesmeisterschaft ist gelaufen. Und so wirklich glücklich mit den Ergebnissen bin ich jetzt nicht unbedingt, aber gut. Ich bin ja das Risiko eingegangen, total abzukacken. Und zwar, weil ich ja gesagt habe, ich lasse mich mit Timo auf dieses Spielchen ein und teste die Glock 17 Gen 4 FS. Und zwar ausgiebig. Und ich habe dann für mich beschlossen, ich werde hingehen und werde mit dieser Waffe auch tatsächlich Landesmeisterschaft schießen. Zweimal vorher nur damit geschossen und dann direkt auf die Landesmeisterschaft damit. War das klug? Keine Ahnung. Ich sage immer direkt vorneweg, ich bin kein Meisterschütze. Ich habe diesen Anspruch nicht. Und bei den drei Disziplinen, bei denen ich die Glock 17 verwendet habe, sage ich mal, sie waren nicht gut, die Ergebnisse, aber sie waren besser als erwartet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt irgendwie an die Ergebnisse rankomme der letzten Jahre, sage ich auch direkt vorneweg. Aber ich sage mal, ich war in einem Bereich, wie gesagt, es hätte bedeutend besser sein können, es hätte aber auch eine größere Katastrophe sein sollen. Schlussendlich habe ich, wie gesagt, drei Disziplinen mit der Glock geschossen. Das war einmal Police Pistol 1, dann Police Pistol 2 und NPA Service Pistol. Ich habe ja noch fünf weitere Disziplinen gestern geschossen, aber hier geht es ja um die Glock. Bei den anderen fünf Disziplinen habe ich meine CZ-75 geschossen, mit der Optical Sight obendrauf. Das lief richtig gut. Und ich habe noch DKS geschossen und PP4. Das heißt, DKS, dynamisches Kleinkaliberschießen, waren auch PP1 und NPA mit der P07 Kadett. Und dann halt, wie gesagt, PP4 mit der Walther PK380, das lief eigentlich auch ganz gut. Und dann zumindest mal PP1 Optical Sight lief ganz gut. NPA habe ich einen totalen Gedankenaussetzer gehabt und habe mir da volle Möhre einen reingesammelt. Aber das ist ein anderes Thema. So, wir gehen mal direkt rein ins Geschehen. Und zwar meine Ergebnisse. Ich will euch das ja nicht vorenthalten. Das heißt, total unverblümt. Ihr kriegt auch gleich die Scheiben zu sehen. Das sind je Disziplin zwei Scheiben. Sage aber gleich dazu, irgendeine Pappnase gestern hat meine Scheiben von der NPAB weggeschmissen. Ich stelle die eigentlich immer bei mir an den Rucksack, dass sie keiner wegnimmt. Und irgendeine Pappnase hat sie genommen und hat sie entsorgt. Also da kriege ich echt Plack. Aber okay. Ist auch nicht ganz so dramatisch, weil doll war die Scheibe jetzt nur wirklich nicht. Also, bei PP1. Von 300 möglichen Ringen habe ich 206 geschossen. Über die letzten Jahre hinweg beträgt mein eigentlicher Durchschnitt 263 Ringe. Wie gesagt, ich bin kein Top-Schütze. Aber wir sprechen hier schon über einen ziemlichen Unterschied nach unten von bei der Glock. PP3 ebenfalls 300 mögliche Ringe habe ich 214 geschossen. Mein Durchschnitt liegt bei 268 der letzten Jahre. Und dann haben wir NPA, das ist ganz ehrlich, ich hasse diese Disziplin, ich hasse sie wirklich. Habe ich von 120 möglichen Ringen 52 geschossen und mein Gesamtdurchschnitt liegt bei 68. Also da bin ich in einem Rahmen, wo ich sage, ey, okay. Sehr viel besser bin ich da auch sonst nicht in dieser Disziplin. Es ist auch eine Scheißdisziplin, ganz ehrlich. Von den Scheiben her fangen wir mal mit PP1 an. Ja, wundert euch nicht, ich habe die Scheiben verkehrt rum aufgehängt und wurde auch deswegen ein bisschen angezählt, aber gut. Das sind jetzt hier, sage ich mal, ich blende euch nachher noch als Foto ein, die Scheibe 1, sprich die linke. Wir schieben jetzt den PP1 aus taktischen Gründen auf zwei Scheiben bei den Meisterschaften. Ich sag mal, man sieht schon, das ist ziemlich verstreut. Ja, also wie gesagt, wir fangen an, das sind 10 Schuss, 12 Schuss aus 25 Meter, wo glaube ich noch immer drei Stück am Fliegen sind. Ja, also von daher, ja gut, muss man eigentlich nicht drüber reden. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Das war die Scheibe 1. So, dann geht es ja eigentlich in diesen dynamischeren Teil rein. 15 und 10 Meter.
die restlichen Treffer, sage ich mal, sind von der Gruppe her sind eigentlich ganz okay, aber auch wieder links lasse. Ich habe hier noch zwei Zehner, eine Innenzehn, also ein X. Sind aber die Hauptgruppe, sage ich mal, hier in diesem Bereich eher linkslastig. Aber ich sage dazu, das ist jetzt kein links unten, als würde man jetzt an dem Ding reißen. Ihr kennt diese Schemascheibe. Ja? Das ist da nicht der Fall. Sondern das ist jetzt tatsächlich Abzugskontrolle, Grifftechnik etc. Also dann gehen wir mal auf die PP3-Scheibe. Da fangen wir bei 20 Meter, nicht bei 25 Meter an. Sieht ähnlich aus wie die PP1-Scheibe, ist ziemliche Gießkanne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eine fliegt noch. Ne, 10, da unten ist sie. Hier, das heißt, sie sind zumindest immer alle auf der Scheibe, weil es werden nur 5 Schuss immer geladen. Das sind 10 Schuss auf Scheibe 1. Aber ich sag mal, ist auch nicht so wirklich prall. Scheibe 2, dynamischerer Teil, sieht schon bedeutend besser aus. Auch hier wieder die Linkslastigkeit, aber alle hier ziemlich eng beieinander, wenn man sich das mal anguckt. Von der Gruppe her eigentlich gar nicht mal so verkehrt, wenn man überlegt, dass man relativ wenig Zeit hat, die Waffe in Anschlag zu bringen, zielen und zu schießen. Also da sage ich noch, okay, an dem statischen Teil, da muss ich tatsächlich feilen, dynamisch. Geht es einigermaßen in beiden. Aber das war bei mir schon immer so. Der Test wird weitergehen. Wie gesagt, ich habe ja erst zweimal trainieren können mit der Glock und dann direkt auf die Landesmeisterschaft. Wie gesagt, mit den Ergebnissen der Landesmeisterschaft bin ich nicht glücklich, aber ich bin auch so weit, dass ich sagen kann, ich bin nicht der Schlechteste gewesen. Ja. Von daher eigentlich alles ganz gut. Der Test geht weiter, das Spiel spiele ich weiter. Ich werde noch weiterhin testen. Ich gewöhne mich langsam dran. Was mich gestern, sage ich ganz ehrlich, immer wieder so ein bisschen rausgebracht hat aus der ganzen Geschichte, ist dieses Safe Action Pinoggle. Ja, dieses Dingelchen da. Wenn der Finger nicht 100% richtig da drinne sitzt, dann tut das echt weh, wenn der Finger so ein bisschen mal rausgerutscht ist, weil man vielleicht ein bisschen unkonzentriert war oder ist durch einen Rückstoß vielleicht nicht sauber abgefangen und wieder zurück. Und dann tut das mal richtig weh. Ja, also da muss ich mal gucken, ob es da nicht einen Aftermarket-Abzug gibt, wo das besser ist, weil das ist echt übel und das bricht die Konzentration. Ja, eine weitere Entschuldigung ist auch, ich hatte so eine scheiß Mückebremse da, ja, die ist mir ständig vor den Nase rumgeflogen. Ja. Es war heiß draußen. Ja. Also ich will nicht alles auf die Glock schieben. Das sind teilweise auch so ein bisschen die Umstände, die man dort letzten Endes hat. Aber wie gesagt, das Spiel geht weiter. Ergebnisse, ich bin nicht wirklich glücklich, aber ich bin auch nicht wirklich unzufrieden. Ich sag mal, im Rahmen meiner gestrigen Möglichkeiten bei knapp 30 Grad Außentemperatur und schwarzen Klamotten und das lief die Soße nur noch runter. Also das war schon ein ziemlich derber Tag gestern. Aber ein hammergeiler Tag. Hat Spaß gemacht. Das war Update Nummer 2 von der Glock. Unmittelbar nach der Landesmeisterschaft, wo ich sie zum ersten Mal im Wettkampf geschossen habe. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Interessant wird es mit der Glock, sage ich mal ganz ehrlich, wenn wir in das Thema EPP einsteigen. Ich glaube, europäischer Pistolparcours. Das wollen wir uns mal anschauen. Und da ist nämlich die Glock eigentlich ziemlich prädestiniert dafür. Da werden wir mal schauen, wie das so läuft und auch, wie sie statisch damit schießen, weil interessant ist diese Pistole halt auch für Dienstpistole. So, das war's dann erstmal. Wie gesagt, basht mich, was auch immer, sagt mir ganz ehrlich, Ergebnisse sind scheiße. Ganz ehrlich. Aber hey, manche gewinnt man, andere verliert man, so ist das ganz einfach. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.